Drehbeginn im alten Rittersaal von Burg Finstergrün. Das gesamte Team ist anwesend. Jeder weiß, was er zu tun hat. Schnell prüfen die Requisiteure noch einmal, ob auch wirklich alle Gegenstände am richtigen Platz liegen. Regisseur Mark gibt den Schauspielern letzte Anweisungen. Und Regieassistentin Henny gibt die Kommandos, an die alle sich zu halten haben. Heute sollen mehrere Szenen im Rittersaal gedreht werden, unter anderem die große Tanzszene. Aber bis das soweit ist, muss alles bis auf die kleinste Kleinigkeit stimmen. Und das ist leider noch nicht der Fall. Geh direkt wieder auf Anfang. Achso, ja, wie mache ich das jetzt? Der Kameramann und sein Team sind unzufrieden. Die Position muss noch ein wenig verändert werden, damit die Kamera die beiden Tanzenden noch besser ins Bild setzen kann. Und auch der Regisseur hat noch einige Verbesserungswünsche. Für die Schauspieler heißt es in diesen Situationen oft warten, warten, warten. Und das ist anstrengend. So, es scheint soweit zu sein. Die Maskenbildner schauen noch einmal schnell nach dem Rechten. Und auch Elsa, die Schöne, möchte noch etwas verbessern. Es muss, finde ich, eine Sekunde eher kommen. Aber dann kann der Dreh endlich losgehen. Zum Drehen. Kamera AB 76A6, die zweite. Ton ab. Und? 12. Und bitte? Aus besonderem Anlass dreht Honigwein im Triebraum. Und nach vielen, vielen Stunden harter Arbeit sind die Szenen im Rittersaal endlich im Kasten. Unterdessen laufen unten im Burghof schon die Vorbereitungen für die nächsten Szenen. Die Technik muss aufgebaut und die Requisiten vorbereitet werden. Und die Schauspieler und Stuntmänner kämpfen sich auch schon mal warm. Bei der Szene im Burghof sind heute 50 Komparsen mit dabei. Naja, und da das Märchen Die Schöne und das Biest ja im Mittelalter spielt, wo die Menschen anders aussahen und auch anders gekleidet waren, müssen all diese Komparsen zuerst einmal in die Garderobe sich umziehen. Und dann noch in die Maske, wo sie zu armen, verlotterten, dreckigen Mittelaltermenschen umgeschminkt werden. Zum Abschluss der Verwandlung gibt's noch eine gehörige Fuhre Dreck auf die Kleidung. Und die Haut. Da darf so richtig rumgematscht werden. Und dann wird weitergedreht. Die Sonne sticht vom Himmel. Es ist heiß. Alle schwitzen und müssen doch stets ganz konzentriert sein. Für Cornelia Gröschel, die Die Schöne spielt und schon seit vielen Stunden am Drehort ist, ist das ein sehr anstrengender Tag. Aber das merkt man ihr überhaupt nicht an. Denn für sie ist das Arbeiten ja einfach nur wunderschön. Wieso? Er ist am Pranger. Vater, wer hat das angeordnet? Es ist wirklich eine Traumrolle, weil ich drehe halt schon sehr lange. Ich habe als Kind angefangen zu drehen mit 9 Jahren. Und ich habe mir schon immer gewünscht, einen Film zu drehen, wo ich reiten darf, wo ich tanzen darf, wo ich Kleider anhabe, wo ich schön aussehen darf, wo was ein historischer Film ist mit Rittern und mit einer Burg. Und jetzt habe ich das alles auf einmal.